Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge vom Last Epoch Let's Play mit dem Burning Teleporter Runemaster. Jo, dem Runenmeister mit ganz viel Brandschaden. Es gibt zwei Builds jetzt. Im vorigen Video war es noch ein Bild und jetzt kam ein neuer Build raus, der auf Elektro, also auf Static Orb, statische Kugel, genau. Basiert, würde ich auch noch gerne anschauen, aber jetzt momentan sehe ich gerade, ja, es geht sehr gut mit diesem Bild. Also, es gibt noch ein paar Sachen, wie zum Beispiel Lagon auf Stufe 75 Monolith. Da gibt es den Lagon auch nochmals nach dem 8. Akt, oder? Der ist einfach broken immer noch, der ist immer noch kaputt. Die Entwickler haben gesagt, die haben ihn gefixt, er ist nicht gefixt worden. Er ist immer noch ultra schnell und One-Hit. Also, dass er uns One-Hit macht, obwohl ich ein mega zäher Bild gemacht habe, habe ich ihn nicht geschafft. Der One-Hitet mich immer noch, obwohl ich über 120 Physical und Cold Resistance habe und das innerhalb von einer Millisekunde Reaktionszeit. Das schaffe ich nicht. Ich bin ein alter Mensch, ich habe nicht mehr so eine schnelle Reaktion, oder? Ja, schade. Ja, schade. Und ja, das Spiel hat immer noch einfach Levels, wo einfach plötzlich mega viel Hitze entwickeln. Ich weiß jetzt nicht, was ich noch machen soll. Also, es sind einfach immer so die gleichen Levels, wie zum Beispiel im letzten Part dieses Level. Also, ja, da muss man einfach kurz den PC neu starten und dann das Level machen, dann crasht es eventuell nicht. Aber so nach 30 Minuten hat das Spiel eigentlich, ja, so ein Leerlauf, dass, ja, dass da einfach die Engine schuld ist. Ihr kennt wahrscheinlich die Problematik von den Unreal Engines. Unity Engine, sorry. Und das hat zum Beispiel Unreal Engine überhaupt nicht. Und deshalb bin ich da auch so derjenige, der, ja, dort eher entwickelt. Oder ich will ja ein ziemlich ähnliches Spiel machen. Also ganz anders vom Setting her, aber vom Genre her. Bisschen gleich, nur eben als einzelner Entwickler kann man halt nicht so schnell vorwärts kommen und alles. Ich möchte ja eigentlich so weit kommen, dass ich das auch ein bisschen öffentlich zeigen kann, ja, dass ihr ein bisschen mitentscheiden könnt, was passiert und ihr seht, wie es funktioniert, weil ich habe einfach, ja, das Gefühl, es kennen einfach viel zu wenige so Entwicklungen da machen muss, um ein Spiel wirklich zu entwickeln. Ist ein bisschen schade, dass alle so sagen, ja, ich will Geld verdienen, zeigt niemandem, wie ich das entwickle. Boden ist ja klar, das muss man privat machen. Aber so Maps machen oder so würde ich gerne zeigen. Ja, die kannst du jetzt auch nicht gerade 1:1 nachkopieren oder so. Sonst ist mir das auch egal. Aber hätte ich einfach eine Entwicklerstudie, hätte ich Geld, ja. Dann würde ich also alles dort rein investieren und dann weiter auch finanzieren in andere Dinge oder so, in wichtigere Dinge, aber ich habe null Geld. Einfach null. Nicht mal Bahnhof habe ich. Ich habe nicht mal etwas. Ein Stück Kümmel. Ja, man muss sehr viel Geld ausgeben für die Entwicklung, auch so für Server und alles. Das ist einfach meine Leidenschaft. Jemandem etwas Gutes zu geben und es kostet halt einfach mega Geld. Also einfach, ja, die Leute, die irgendwie Lust haben, auf Servern zu spielen von mir. Also ich rede jetzt von Getia Roleplay. Ist halt schon extrem teuer. Es verlangt jeder recht viel monatlich für Mods und das ist ja eigentlich illegal. Also es ist, ja, er darf von Mods eigentlich nicht leben. Er muss, darf es nicht zwanghaft, also er darf nicht zwanghaft Geld verdienen mit dem. Aber das ist scheinbar aufgehoben worden, oder? Ich verstehe ja die Welt ja auch. Kaum, also es, was manche Menschen denken, kann man wirklich irgendwo einsperren auf dem Mond oder so. So, ich habe irgendwie das Gefühl, wir brauchen eher Schutz. Ja, nein. Wir haben genug Schutz momentan.
Die Gegner machen ja erst im Endgame dann richtig viel Schaden. Das ist halt auch wichtig. Eher später noch. Wir haben auch viel zu viel Ward jetzt momentan. Die Gegner können kaum irgendwie den Ward brechen. Da muss ich wirklich ganz, ganz masochistisch leben. Das könnte man auch mal machen, weiß ich nicht. Also wenn ich jetzt wirklich Zeit habe wieder mehr und Livestreams mache oder so, mache ich mal masochistisch. In einem Let's Play und mit so wenig Zeit ist es eigentlich nur nervig für mich. Ja, tut mir leid, also ich kann jetzt nicht alles aushalten. Ich habe eine schwere Nervenkrankheit. Das ist einfach irgendwann mal zu viel. Ich halte natürlich viel mehr aus als an manche Menschen, die natürlich sehr wehleidig sind oder so, aber nicht so extrem, dass ich jetzt sagen könnte, ja, Drago haltet alles aus, wie zum Beispiel da die, ja, Livestreamer, die sich mega beweisen wollen. Oh, nochmal ein Ding. Ich habe irgendwie ein Item gefunden. Muss gerade ein bisschen nachdenken. Irgendwie ein Item gefunden. Ich kann es nachher gleich mal zeigen. Wenn wir wieder zurück sind, irgendwo dann im Lager. Mit zwei. Aber drei finde ich noch nicht. Da bin ich noch nicht so weit mit dem anderen Beet. Der ist ja auch ganz neu. Seit Anfangswochenende. Das sind für euch, glaube ich, 4 Tage. Für mich 3 Tage. Jo. Also ich kann den Part, diesen Part jetzt wahrscheinlich heute noch hochladen. Kommt einfach irgendwann um 11 Uhr oder so. Jo. Falls YouTube nicht mehr so lange verarbeitet. Aber ich weiß nicht, was mit YouTube los ist. Aber es ist schon manchmal extrem lange, die Verarbeitung. Ist schlecht geworden. Schaltet ja jetzt immer Werbung, oder? Also ich schaue nicht mehr viele Videos dadurch. Also ich kann einfach Werbung nicht ausstehen. Und kann also nicht mehr Leute unterstützen, die weniger Abos als ich habe. Auch nicht Leute, die mehr Abos haben, weil die ich nicht so gerne schaue. Also meistens einfach zu werbe und also ja, werbefreundlich sind und für mich einfach zu nervig sind dann wegen Werbung. Und ja, ich werde ja wegen dem Geld auch irgendwann mal gezwungen, Werbung zu schalten. Aber ich werde wahrscheinlich so, also, wie sagt man denn? Ich werde die Mitgliedschaft ganz günstig machen. Nein. Also ja, schon, aber ich zwinge euch nicht, Mitglied zu werden dann. Ich denke, ich werde sehr, sehr lange, bis 100.000, bis 1 Million oder so. Nein, das ist nicht, das ist ein bisschen zu lange dann. Ein bisschen Geld. Ja, verlangen wollen, also dass ihr eine Verwerbung bei mir habt, dann zwischendurch. Nicht zu extrem. Und nein, das wird ja von YouTube gestattet. Also das wird von YouTube so eingestellt, wie sie wollen. Und das ist halt einfach doof, wenn ich dann einfach meine treuesten Zuschauer und halt damit Werbung zu. Also ich werde wahrscheinlich gar nie Werbung schalten. Ich muss das Geld irgendwie anders bekommen. Durch eben Spenden, freiwilligen Spenden. Ist das Beste, also das. Da muss man einfach auf viel Geld verzichten. Aber man kann es nicht anders und es tut mir eigentlich immer schwer. Wenn ich Werbung nicht mag, will ich einfach auch Werbung nicht sehen. Und deshalb auch nicht schalten. Es ist schwer, oder? Es ist einfach zu heftig geworden und es wird immer heftiger, wenn die Menschen nicht aufhören, mal alles zu verlangen, oder? Also. Dass ihr auf YouTube trotzdem Videos schaut, obwohl Werbung kommt, müsst ihr euch eigentlich gleich mal abstellen oder sagen, ne, YouTube schaue ich jetzt nicht mehr. Aber kann der Mensch konsequent sein? Nein, macht alles, was ihm halt irgendwie Spaß macht oder eben auch Geld macht. Und dadurch wird Werbung immer wie hässlich und schlecht und ah, wie blöde Werbung ist. Es wird immer irgendwas Blödes erzählt oder gemacht in den Werbungen. Es ist nur noch Dummheit. Es ist nichts für mich. So, sorry für die Leute, die Werbung für Werbung arbeiten, aber holt euch einen anderen Beruf. Niemand muss Werbung schalten. Weil früher ist man auch überall hingegangen, hat sich die Waren und so angeschaut und hat dann entschieden, und wieso kann man das heutzutage nicht mehr machen? Wieso muss jeder erzählen? Oh, er hat das besser als der andere. Es muss nicht sein.
lieber irgendwie über Webseiten machen, die halt irgendwas vorstellen oder so. Dann müsst ihr keine Werbung schalten, dann habt ihr die Waren so gut besser verkauft. Ja, der Mensch ist halt ein Gewohnheitstier. Er macht einfach die schlechtesten Gewohnheiten. Wenn ihr bedenkt, ein Mensch, oder? Der macht einfach das, was ihm irgendwie weiterbringt. Ein Tier, das lebt einfach, das genießt das Leben. Das sagt nicht, ich esse jetzt kein Lammfleisch mehr, weil ich keine Bauern, also keine Hirten mehr stören will und dafür werde ich nicht abgeschossen. Ne, also der sagt das einfach, also er sagt es nicht, er macht es einfach. Und der Mensch müsste so intelligent, so viel mehr intelligent sein und macht einfach das Falsche. Krieg, oder? Für was? Für was macht ein Mensch Krieg? Ja, ein Tier greift auch ein anderes Tier vielleicht an, aber meine Gott. Wir haben keine Pistolen, keine Granaten, keine Kampfflugzeuge oder so. Machen das im Ring. Die greifen mit ihren Möglichkeiten an, was sie haben und nicht, was sie besitzen könnten. Und ja, jetzt haben wir schon wieder Jod-Tabletten bekommen. Für was? Müssen wir eine Atombombe auf den Kopf bekommen? Ist Russland so blöd und greift Mitteleuropa an, oder was? Ja. Keine Ahnung. Ich fühle mich nicht mehr gut. Also, ich schaue einfach auf das Gute und tue eigentlich irgendwie so die schlechten Sachen gar nicht mehr so wahrnehmen, oder? Also der Israel-Krieg, der geht mir so am, ja, an der Hüfte vorbei. Nein, das ist ein kalter Wind, das muss mich nicht interessieren. Also ich muss schon wissen, dass es natürlich mal zu irgendwas passiert, also irgendwas passieren könnte. Ich frage mich manchmal auch, wieso Leute aus Eritrea zum Beispiel kommen oder irgendwo aus Afrika. Aber es interessiert mich nicht, wie was passiert ist. Ich will den Mensch sehen, oder? Ich will den Menschen dahinter sehen und nicht seine Probleme. Seine Probleme natürlich wahrnehmen. Aber was kann ich groß machen, wenn ich kein Geld habe? Kann ich ja nicht spenden, kann ich die auch nicht irgendwie... Ja, ich will sie einfach gutheißen. So, ich schau mal kurz, da weiß ich jetzt nicht mehr, wohin. So. Klar, nach links. Immer schön nach links gucken. Und nach rechts denken. Nein. Ja, in der Schweiz ist jetzt auch wieder die SVP, die rechtsradikale Partei, Schweizerisches Volkspartei, Schweizerische Volkspartei. Und die Grünen sind wieder runter, oder wegen den Klimaklebern, aber ja, die Grünen haben es ja vorher schon gut gemacht und jetzt haben sie es halt wieder ein bisschen dafür übertrieben. Oder? Ich bin eigentlich nicht grün. Also ich würde wahrscheinlich Mitte sein, wenn ich wirklich aktiv wählen würde. Bin aber irgendwie einfach unentschlossen. Ich, ja, es ist mir nicht so wichtig, dass ich mich durchsetzen kann und dass die Allgemeinheit das gut drauf schaut. Und wenn ich ja Zeit und Lust habe, dann stimme ich auf random, nicht gerade auf irgendwas. Auf das, was ich gerade sage. Ich bin einfach parteilos, ich wechsle Partei eigentlich immer wieder. Okay, das muss ich auch. Intelligenz, Cooldown Recovery für Intelligenz. Das ist eigentlich wichtig. Und das untere? Penetration Damage over Time. Es ist beides sehr gut. Ich mache das abwechselnd. Also, ja. Der und der abwechselnd jetzt. Und dann sind wahrscheinlich jetzt zu wenig. Hey, wieso bist du so verpackt? Oder ist das wirklich nötig? Ich mag den Sprung echt nicht. Das ist für mich der schlechteste Teleport-Skill. Ich weiß nicht mal mehr der Name, Flammenblitz oder so. Nein, nicht Flammenblitz, das ist die andere. Feuer.
Ich weiß nicht, ob ich Kälteschatten über Zeit gebrauchen könnte mal. Komm, ist schon so gut, Wetter. Flammensturm, ja, gut. Flammenblitz und Flammensturm ist das gleiche. Fast. Drago wieder mit seinen Weisheiten, die nicht stimmen. Ja, Intelligenz heißt auch mal etwas Falsches zu sagen. Oder? Das ist blöd. Natürlich bin ich blöd. Dafür bin ich auch sehr gescheit. Je gescheiter man ist, desto mehr könnte man auch blöd sein, weil. Ja, ihr wisst es schon. Wie lustig. Man weiß mehr, deshalb kann man auch mehr falsch machen, oder? Das auch nicht, habe ich gemeint. Also ich habe schon manchmal das Gefühl, ja, ich tue so selbstständig, also so, ohne zu denken, denken, dass ich das nicht mehr so. Ja, eben. Man ist einfach zu schnell, man ist zu unkonzentriert oder so. Schon klar. Dafür leistet mein Gehirn auch viel, viel schneller. Ich habe einen Merker und Prozessor in meinem Kopf. Multitasking, das ist so schwer. Heute zum Beispiel am Morgen früh um 9, volligem Regen, eine mega steile Straße nach oben und der Schirm musste sitzen. Er musste genau in die Richtung sein, wo der Regen auch fällt, oder? Aber schnell geschafft. Ich habe ein paar Leute nicht gesehen. Hab sie fast überlaufen. War schlimm. Aber die Leute, die nach unten laufen, die können es sehen, weil der Schirm nicht gerade so mega hoch gemacht werden muss, dass man es nicht sieht. Dass man es sieht. Oh, einfach die Schweizer Faulheit. Nee, der andere muss gucken, sonst läuft man ineinander rein. Nicht sich selber in den Vordergrund stehen. Also nicht sagen, ja, ich muss mehr arbeiten. Nein, der andere muss mehr arbeiten. Ich kann unendlich lange diesen Weg blockieren oder einfach in den anderen reinlaufen. Der andere muss schauen. So sind die Schweizer manchmal. Nee, der andere muss sein. Der andere muss das leisten. Ich bin faul. Ja, die Moderne macht faul. Ihr seht ja sicher Dubai, Leute in Dubai, die gar nichts mehr machen. Diener haben und so. Für heute habe ich nur kurz geschaut, was so die Reichen essen. Immer noch das Gleiche. Kaviar und Trüffel. Habe ich gesagt, ja. Lieber 2000 Kilo Pizza als Kaviar und Trüffel für den gleichen Preis. Eieiei, sind diese Menschen kaputt. Und wenn ich reich bin, also wenn ich jetzt ein Fußballstar wäre zum Beispiel, ich momentan echt viel Fußball spiele und eigentlich echt gut bin, also gut bin für einen Kreisliga-Club oder so. Sorry, ich habe ein bisschen übertrieben. Dann tue ich einfach, ja, also ganz normal leben. Ich laufe in der Straße herum. Wenn mich mal jemand erschießt oder beleidigt, dann macht er das. Aber ich verkrieche mich nicht in einer Loge oder so, im eigenen Stadion oder zu Hause in der Luxusvilla. Nein, ich wohne in einer Zweizimmerwohnung und streame den ganzen Tag. Schade. Aber ich kann da nicht mehr. Aber immerhin habe ich dann wirklich auch den Luxus und kann streamen. Ich habe Freunde, viel mehr Freunde, als ich jetzt momentan habe. Ich habe ja viele auch verloren, weil ich einfach nicht so aktiv sein kann, wie einfach den Großteil einfach auch will. Die fragen sich immer wieder, ja, der streamt nicht mehr, also tue ich ihn deabonnieren oder ich tue einfach ihn gar nicht mehr achten, wenn er wieder anfängt. Der Mensch ist halt schon sehr ein Gewohnheitstier, braucht immer denjenigen, den sie halt lieben und oh, einfach als Star empfinden. Jo, es ist klar, dass ich nicht viele Abonnenten habe.
Nova-Bereich, okay, ich habe das gar nicht richtig gelesen. Ich habe ihn vor, auf Sofa-Bereich gelesen. Sofa-Bereich. Ich habe den Sofa-Bereich gefunden, jetzt bin ich glücklich. So. Puh. 7 HP, 7%. Ja, habe ich. Nee, braucht das nicht. Ja, die Welt kann eigentlich so leicht sein und doch so schwer. Es ist für viele Menschen, ja, muss es einfach anders laufen. Oder? Die Reichen sollten sich nicht so reich und speziell fühlen. Die Armen sollten vielleicht auch, jo, es anders machen. Aber, jo, der Schweiz ist jeder 8. Millionär. Wo bin ich? Ganz unten. Im Keller. Ich tue mit meiner ganzen Familie arg am Hungertuch. Ja. Nagen. Genau, Nagen war das Wort. Und ja, trotzdem kann ich mir halt ab und zu etwas leisten, weil ich extrem spare. Aber trotzdem muss ich Unmengen an Geld meinem Vater zahlen, weil er einfach, ja, wird nicht unterstützt. Er bekommt das Geld nicht mal übermonatlich. Er ist völlig am Ende. Also. Und er macht so reiche Leute. Reiche tun den Armen immer mehr Geld wegnehmen, ohne dass sie etwas überhaupt machen. Sie machen einfach gar nichts. Sie arbeiten nicht mehr. Und trotzdem, es gibt keine Arme, die den Beruf machen können, oder? Diese ja, Unterstützungsberufe, da sind die Leute immer sehr reich. Weil sie halt wenig arbeiten müssen, einen 13. Monat verdienen. Dann eben auch die ganze Zeit Urlaub machen können oder einfach nichts arbeiten müssen. Keinen Vorgesetzten haben, weil sie sowieso Chefs sind meistens. Und was haben die Armen? Ja, müssen den ganzen Tag arbeiten, haben trotzdem zu wenig Geld, haben es nicht selbstständig, also müssen halt irgendwie unterstützt werden, weil es einfach nicht anders geht. Ja. Ich habe eine Nervenkrankheit, ich kann nicht so viele Sachen machen, weil ich ja, schon mit wenigen Dingen sehr überfordert bin, dass meine Nerven sehr feste wehtun und müde sind. Und trotzdem bekomme ich null Unterstützung. Ich muss den ganzen Tag selber machen und mache sicher dreimal so viel wie ein normaler Mensch. Und muss noch Let's Playen. Das sage ich natürlich, das sagt ihr nicht, hoffentlich. Aber ihr wollt es. Und das geht ja nicht jeden Tag. Also ich muss ja vorproduzieren und trotzdem auch noch Zeit haben zum Hochladen. Das kann ich hier einfach machen. Da muss ich dran einfach Zeit haben. Ja, und es wird wieder besser, aber ja, dafür geht es einfach anders in meinem Leben schneller vorwärts. Da ich jetzt auch wirklich den Beweis habe, dass ich Sport machen muss. Ich bin wirklich während den Let's Plays manchmal echt fast kaputt gegangen. Einfach keine Erholung gehabt, richtig geschadet worden und das tat nicht so gut. Deshalb bin ich jetzt auch gerade wirklich nicht am Versuchen zu livestreamen. Ich habe immer noch diese PC-Abstürze ab und zu. Bluescreen ohne ja, Zeilen, wo steht. Ich bekomme keine Crash-Reports über nichts. Der PC löst sich einfach, also der tut sich einfach stoppen in Bluescreen. Er schaltet nicht ganz komplett aus, aber es kommt einfach Bluescreen. Und das meistens nach ungefähr einer Stunde. Also nach einer halben Stunde crasht manchmal Last Epoch. Minecraft auch schon schneller und ab und zu GTA Online. Deshalb jetzt play ich auch nicht GTA Online oder so. Red Dead Redemption ist auch am Crashen. Also sind meistens die Entwickler, die irgendwelche Engines haben, die völlig ja schlechte Performance haben. Also zum Beispiel Cities Skylines 1, ich hoffe, dass der zweite Teil morgen nicht
Ah, crashed. Aber der kostet so viel Performance, das habt ihr sicher schon gelesen. Irgendwelche GameStar, PC Games oder so, Webseiten lest. Giga hat ja noch so Sachen News. Gamerswelt.ch zum Beispiel in der Schweiz. Ja, und so. Aber ich bin wirklich nicht informiert, also ich lese nicht so Webseiten. Also GameStar. Einmal pro Tag kurz mal reinschauen, was für Themen sind. Wenn zum Beispiel Themen von Hack and Slay sind, dann lese ich es. Zum Beispiel Diablo 4. Ich bin aber immer noch nicht entschlossen, da je anzufangen. Es ist jetzt gerade immer noch sehr, sehr schlecht. Sogar noch schlechter als bei Start. Irgendwie die Season 2. Und von Last Epoch kommt dann wieder zu wenig. Da würde ich gerne viel mehr sehen. Da wurde, glaube ich, nicht mal angekündigt, was jetzt im Januar und Februar geplant ist. Nix. Gar nichts. Wenn, dann ein bisschen Passwechsel. Ich finde es so schade, dass die Informationen meistens von irgendwelchen mega anfordlichen Gamesys sind. Also so grafisch extreme Games sind. Es ist nicht mehr gut. Ich habe damals eigentlich jeden Monat das Heft gekauft. Das ist 2009 ungefähr. Bis es einfach nicht mehr in der Schweiz im Kiosk gab. Und online habe ich noch nie ein Heft bestellt. Das ist nichts für mich online zu kaufen. Also so etwas muss man online nicht kaufen. PDF-Format oder was es überhaupt ist. Ja, und PCGames7.de lese ich auch. Nicht jeden Tag, aber wenn ich einfach irgendwie denke. Ah, die haben ja so. Sie heißen PC Games und machen einfach irgendwelche Cosplays und Serien-Review, also Serien-News, wo überhaupt keinen Sinn hat. Ich weiß nicht, was mit den Webseiten los ist. Es ist nicht mehr das, was man eigentlich denkt. Es ist aber irgendwas. Ja, Geld. Wie kann man süchtig sein auf Geld? Ja. Das sage ich einfach nur ja. Ich nicht. Von mir aus können die Leute süchtig sein auf Geld. Mir stört es eigentlich nicht. Ich will es eigentlich nur nicht sehen. Also dann stört es mich. Okay. Nee, aber der Mensch. Also wenn ihr genug Intelligenz seid, dann würdet ihr das sicher merken. Das merkt ihr ja. Aber was andere machen, muss uns eigentlich nicht interessieren. Trotzdem hat man es halt immer für jede Vorgesicht und denkt sich einfach, müssen die Leute noch mehr Geld verdienen? Können die nicht mal irgendwie etwas Gutes tun? Mal ein bisschen Geld verlieren, nicht verdienen, sondern mal wirklich das Geld für arme Menschen, für die Natur, ja, für so Spiele ausgeben. Wieso kauft nicht mal ein Superreicher ein Spiel, ein Entwicklerstudio und macht sich ein mega gutes Spiel daraus? Nö, das 20. Auto in der Garage, das ist wichtiger. Oder mal richtig schöne Ferien in der einsamsten Insel der Erde. Aber Hauptsache das Geld verschwenden. Das können die Leute. Ist echt schade. Banal schade. Tja, gut, leider, ja, ist jetzt langsam der Part vorbei. Ich mache jetzt schon den Part fertig, dann ist wieder mal ein Part ohne Crash. Und ich mache jetzt direkt nochmal so eine Aufnahme, denke ich. Aber zuerst mal den PC neu starten, damit Last Epoch nicht denkt, ja, es muss mal wieder unglaublich viel Leistung verbrauchen. Meine Güte. Ja, gut. Dankeschön, Entwickler, dass ihr da auch mal vorwärts macht, nicht? Ja. Also, tschüss.